Campbell will Hauptmann Kernow vergiften. Ein Aufseher niedrigen Ranges wurde dazu erpresst, Gift in einen Ring zu geben. Okay. Abbegeben. Wenn ich den Schiffer Samuel sehe, sage ich ihm, er soll im Hinterhof auf sie warten. Hinter dem Büro des Oberaufsehers. Alles klar. Mögen alle Geister sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass sie Schaden nehmen. Finde ich cool. Zack, weg mit ihm. Der kommt jetzt offenbar alleine klar und ich mache nochmal eine kurze Aufnahmepause. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Ich gucke mich hier jetzt gerade nochmal ein bisschen um. Wo waren denn die Runen? 124 und 133. Gut, also hier ist schon mal keine Rune in der Nähe. Wie sieht es denn hier mit... Na? Zack! Es gibt eine Methode, um Aufseher zu exkommunizieren, sogar den Oberaufseher persönlich. Die dafür benötigen Vorgehensweise finden Sie in einem Buch in den Archiven. Gut. Der Zeitung, ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens, versteht sich. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf und da saß er. Was hat er verbrochen? Oder gar den Oberaufseher reserviert, der okay. Unsere Gesetze bricht und für immer ausgestoßen werden muss. Befolgen Sie die 7 Gebote und Sie müssen sich darüber keine Sorgen machen. Das werde ich, Bruder. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die... noch schlecht bestehen? In der Tat. Ganze Zeit hin und her gesäppt hier. So, was haben wir denn hier oben? Oh, cool. So geht's hier also rein. Auch rein. Komme ich so auch wieder hoch? Nein! Oh! Puh! Was ist da denn? So, die Runen scheinen noch nicht in diesem Gebiet zu sein. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Ja, natürlich. So, schauen wir mal. Zwei sind hier, ne? Kann ich da wohl rein? Jawohl. Puh. Scheiße. Da bist du ja. Ja. Verbrenne. Verrecke. Ja. Hast du nichts zu lachen? Ja. Hinter ihm. Attentäter. Ja. Nein, war zu spät. Scheiße, zu spät auf R gedrückt. Heute Abend trinke ich auf die guten Leute, die du getötet hast. Nein, verfluchte Scheiße nochmal. Ja, letzter Spielstand nochmal neu laden. Mögen alle Geister sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass sie Schaden nehmen. Wird schon, wird schon. Schmerzhaft. Haben Sie je das Ritual gesehen? Ich habe es niemals zur Anwendung kommen sehen. Nein, es ist sehr selten. Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug.
Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens, versteht sich. Zack. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf und da saß er, bettelnd. Was hat er? Oh, eine Granate. Angenehm. Das Zeichen ist für ein Aufsehen. Bam, ab in die Ecke mit dir. Darüber keine Sorgen machen. Das wäre gut, Bruder. Zack. Den hier haben wir uns auch direkt geschnappt. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? In der Tat, das glaube ich. So, nochmal Nachtsicht. Schön sehen, wo sie sind. Zack! Den einfach mal hier abgeschnetzelt. Geil. Springmine. Eine Springmine haftet auf allen Oberflächen, indem du zunächst zielst und dann rechte Maustaste drückst. Sie wird ausgelöst, wenn ein Gegner sich ihr nähert und schleudert eine Wolke von Schrapnellen von sich. Geil. Normaler Elixier. Ja, die Mine wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Ja. Da ist einer. Spiele auf deine Art. Alternative Wege. Es gibt viele Wege durch deine Missionen. Hauptstraßen, Gassen, Rattentunnel, Dächer und Kanäle. Probiere verschiedene Wege aus, um deine Ziele zu erreichen. Jetzt geht's gerade hier einfach mal nach unten. Wobei, ich guck vorher nochmal. Rune in 68 Metern. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Die Chancen stehen gut. So, dann versuchen wir es doch mal hier durch. Da oben sind zwei Gegner. Konnte man sich nicht auch irgendwie tarnen oder irre ich mich da gerade? Cool. Dieb. Okay, den hätte ich jetzt natürlich da erledigen können, aber ich habe das einfach mal gelassen. Hab ihn lieber bestohlen einfach nur. Der war da sicher nicht nur so. Also ich denke, dass man den da auch hätte eliminieren können. Aber ich muss ja doch nicht immer alles eliminieren, ne? Nur fast alles. Okay. Da geht's nach oben. Zum Zwinger gehen. Okay. Nee, zu den Zwingern will ich noch nicht. Ich will hier erst fertig werden. Alter Schwede. Die sind da drin, glaube ich. Achso. So. Nein. Ja, okay. Jetzt gerade kein Ton. Aha. Das war eine dumme Idee. Wenn er uns hier erwischt.
erwischt? Ich habe doch schon 100 Mal gesagt, dass sich Campbell oben mit dem Hauptmann der Wache trifft. Er wird stundenlang beschäftigt sein. Also, such weiter. Und ich habe dir schon 100 Mal gesagt, Archer, dass ich sicher bin, dass er sein schwarzes Buch stets bei sich trägt. Wir sind für nichts und wieder nicht in Campbells Allerheiligstes eingebrochen. Psst, hör mal, was war das? Bleib hier und find es raus. Sie sind weg. Ninjas. So, da oben hatte ich ein Fenster gesehen. Ich weiß nur noch nicht so recht, wie ich da reinkommen soll. Mit Teleportation klappt das schon mal nicht. Ich guck mir hier allerdings noch mal kurz an. Da sind zwei Feinde. Manipulieren. Denn der Outsider selbst besitzt diese 5 Eigenschaften, mit denen er die Rechtschaffenen bezwingen will. Er ist geduldig, denn er wartet jede Stunde und die... Ein Buch, die 7 Gebote. Auszug aus einer weit verbreiteten Übersicht über die 7 Gebote. Umgib deinen innersten Geist mit diesen Geboten und du wirst sicher sein. Die 7 Gebote sind unsere Grundregeln, gelehrt und durchgesetzt von Aufsehern auf allen Inseln. Aus diesen Geboten entspringen alle Regeln, soziale Normen und Vorschriften über den Kosmos. Die 7 Gebote. 1. Wandernder Blick. 2. Lügende Zunge. 3. Rastlose Hände. 4. Unstete Füße. 5. Zügelloser Hunger. 6. Begieriges Fleisch. 7. Irrender Geist. All diese Verhaltensweisen müssen kontrolliert werden, um das Herz frei von feindlichen Einflüssen zu halten. Sie sind die Pfade, die zum Outsider führen. Ach geil, kann man sich hier auch. Er ist stark, denn man kann ihm nur mit äußersten Mühen widerstehen. Er ist mannigfaltig, denn er kann das Herz eines Menschen durchs Tore betreten, denn es sind 70 Geisterarten auf und unter der Erde. Die Künste und Kniffe der Schwarzen. Kann man hier noch weiter runter? Oh, verdammt. Woo! Das war knapp. Nimm mal Platz, Junge. So, wo hat der hier Pistole jetzt verloren? Achso, habe ich direkt aufgehoben. Beute nehmen, normale Kugeln. So, Herz. Nach oben und nach unten. Irgendwie muss ich noch nach unten kommen. So. Kommt der jetzt hier lang? Ja, kommt da. Oder auch nicht, gut. Oh, verdammt. Geil. So geht's natürlich auch. In das Leben des Oberaufsehers Perry steht geschrieben, dass der große